Hallo zu Inside Politics. Ich bin heute im Radisson, das ist direkt neben dem Kongresszentrum in Hamburg. Und bei mir ist Professor Stefan Oetter, seines Zeichens Völkerrechtler und Inhaber eines Lehrstuhls auf der Universität Hamburg zu dem Thema. Wir unterhalten uns heute über die Kurdenfrage und natürlich wird es auch etwas um das Thema Nahost gehen und insgesamt wie derzeit der Weg von sezessionistischen Bewegungen aussieht und was die völkerrechtlichen Meinungen dazu sind. So, ich mache jetzt den Kamerawechsel. Und ja, an Sie nun die erste Frage. Wir haben vor einem Dreivierteljahr uns zum ersten Mal gesehen auf der Universität Innsbruck. Da haben Sie über das Thema Selbstbestimmung, Autonomie und Diskriminierung von kurdischen Minderheiten im Nahen Osten gesprochen. Wie ist die Situation gesamt einmal zu bewerten und wie sieht der aktuelle Stand aus? Ja, wir haben es ja bei der Kurdenproblematik letztlich mit einer Erblast der Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg zu tun, wo zunächst mal doch einige Versprechungen gemacht worden waren, auch an kurdische Kreise, und dann die Siegermächte quasi die Abmaße des Osmanischen Reiches doch relativ willkürlich unter sich aufgeteilt haben und das kurdische Siedlungsgebiet im Grunde die Kurden dadurch zu Minderheiten in mehreren der Nachfolgestaaten gemacht haben. Und im Grunde bricht diese Frage heute wieder auf. Und man kann es besonders deutlich im Nordirak sehen, der ja de facto schon so etwas wie einen eigenen Staat bildet. Völker- und verfassungsrechtlich noch eingehegt in der Konstruktion einer Autonomie im irakischen Staat. Aber man kann letztlich davon ausgehen, die kurdische Autonomieregion im Nordirak, wenn sie die politische Gelegenheit dazu hätte, sich im Grunde bestrebt ist, sich jederzeit zum eigenen Staat zu erklären. Und die Kurden in der Türkei, ich gehe letztlich davon aus, dass sie ähnliche Bestrebungen haben. Und das gilt sicherlich auch für die Kurden in Syrien, die jetzt durch den syrischen Bürgerkrieg im Grunde auch eine eigene staatliche Subeinheit haben bilden können. Danke. Die Kurdenfrage ist ja etwas, ich bin jetzt ein Kind der 1980er Jahre, sie hat mich beschäftigt schon sehr stark in den 90er Jahren durch die mediale Berichterstattung. Abdullah Öcalan, bis er dann eben 99 verhaftet wurde als Anführer der PKK, hat er auch versucht, hier schon politische Wege auch zu gehen und nicht nur eben im Sinne von einer, sage ich mal, militärischen oder gewaltbehafteten Lösung das Thema anzusprechen. Die HDP ist nun drinnen. Die parlamentarische Grenze ist sehr hoch in der Türkei. Man muss 10% erreichen, damit man überhaupt die Grenze schafft, ins Parlament zu kommen. Und man hat circa ein Viertel der türkischen Bevölkerung, die sich als Kurden deklarieren. Jetzt ist natürlich das Thema Nordirak sehr wesentlich dafür zu berücksichtigen, weil das war auch ein amerikanisches Versprechen, weil man sagte damals den Kurden, ihr bekommt eure Autonomie, dafür sorgt ihr, dass Saddam Hussein im Norden keinen Fuß mehr setzen kann. Wie ist das Misstrauen der Türkei zu verstehen in diesem Zusammenhang gegenüber dem Nordirak und wie könnte man sich das vorstellen, dass dieser Zusammenschluss zwischen den kurdischen Gebieten in der Türkei und Syrien und dem Irak stattfinden könnte, wenn er kommt? Und vielleicht auch noch der Iran, weil der ist ja auch ein Schmelztiegel diesbezüglich. Der kurdische Nationalismus ist ja in sich sehr, sehr gespalten. Und das kann man sehr deutlich sehen an der Frontstellung zwischen PKK auf der einen Seite und der dominanten Kraft, also der Regierungspartei, der zentralen Regierungspartei im Nordirak auf der anderen Seite, die ja im Grunde eher eine traditionalistisch-nationalistische Ideologie oder Zielsetzung hatte, während die PKK ja eine revolutionäre linksnationalistische Orientierung hat. Und die Türkei kommt ja erstaunlich, also die jetzige AKP-Regierung in Ankara kommt ja erstaunlich gut mit der Regierung in Erbil, also im Nordirak, zurande. Also mein Eindruck ist, dass sie im Grunde versucht, den
diese eher traditionalistische Strömung zu stärken, indem sie die Autonomieregion im Nordirak stärkt, weil der große Feind aus Sicht von Ankara ist letztlich die PKK. Inwiefern ist eigentlich das Verhältnis zwischen HDP und PKK zu beurteilen? Und sehen Sie eigentlich das Thema Minderheitenschutz in der Türkei aus der völkerrechtlichen Perspektive, weil die Kurden genießen ja an sich keine wesentlichen autonomen Rechte oder Minderheitsschutzrechte? Also die HDP hat sicherlich in ihrem Bemühen, in weitere Wählerschichten auszugreifen, einen Prozess begonnen, sich politisch von der PKK zu emanzipieren, was nicht ganz einfach ist, weil Abdullah Öcalan ja in dem Friedensprozess, in den Verhandlungen mit der türkischen Regierung sich selber wahrscheinlich eher aus taktischen Gründen aber auf eine Autonomieforderung eingelassen hatte und letztlich die HDP aus ihrem ganzen Grundorientierung heraus nicht viel anderes fordern kann. Also ich glaube, insofern dieser Prozess der Emanzipation wird nicht ganz einfach sein. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass das in Teilen gelungen ist. Die Politik, die die türkische Regierung jetzt im Blick auf die Kurden verfolgt und gerade auch auf die HDP, ist natürlich in der Gefahr, genau diese Bildung einer demokratischen kurdischen Partei zu blockieren und sie letztlich wieder die Verschmelzung von PKK und kurdischer Bewegung in der Türkei herbeizuführen. Also unter dem Aspekt sehe ich das, was im Moment in der Türkei passiert, mit großer Besorgnis, weil es letztlich eher die, man kann sagen, die revolutionär-terroristischen Kräfte im linksnationalistischen kurdischen Spektrum stärkt. Und inwiefern spielt eigentlich die Lage in Syrien derzeit sozusagen den militanten Kräften der Kurden in die Hände und kann man so Schlachten wie Kobane oder eben die Kämpfe in anderen Städten und Gebieten als eine Art Identifikationssymbol der kurdischen Bedürfnisse oder Bestrebungen, ein Staat zu werden, sehen? Ja, die Erfolge des syrischen Ablegers, also letztlich ist die YPG ja ein syrischer Ableger der PKK und die Erfolge in Nordostsyrien geben natürlich der PKK so etwas den Nimbus des erfolgreichen Verfechters der kurdischen Sache, während umgekehrt, wenn jetzt die türkische Regierung, was aus meiner Sicht relativ ersichtlich ist, versucht die HDP zu zerschlagen, sie im Grunde die Alternative zu ihr wieder ausschaltet. Also sie treibt im Grunde die national orientierten Kurden wieder in die Arme der PKK. Und nun vom Völker. Zu den Minderheiten vielleicht. Ja. Zu der Frage der Minderheiten noch. Das wäre letztlich als Völkerrechtler mein ich würde beinahe formulieren Vorwurf an die Türkei, dass sie die völkerrechtlichen Standards des Minderheitenschutzes bis heute eklatant missachtet. Und sie können da sehr schön in den Berichten der UN-Menschenrechtsorgane, also sowohl des Human Rights Committee, also des Organs für den Pakt über bürgerliche politische Rechte, wie des Treaty Bodies für den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, aber auch das Komitee zur Rassendiskriminierung, üben relativ harte Kritik an der Türkei in ihren Prüfberichten zur türkischen Umsetzung dieser Abkommen, weil sie einfach die Minderheitenrechte eklatant missachtet. Gibt es in der Türkei eigentlich noch immer diese Bestrebungen, sozusagen das Prinzip der Jungtürken, also sprich, dass der Türke ist jeder, auch auf die Kurden umzulegen, oder sagt man sich, das ist einfach ein Problem, was man mit einer anderen Form der Politik oder eben jetzt mit Waffengewalt lösen sollte? Die AKP-Regierung in der Türkei hat sich in den ersten Jahren ihrer Regierungszeit durchaus Verdienste erworben, weil sie eine erhebliche Lockerung gegenüber den Kurden durchgeführt hatte. Und diese extrem nationalistische Ideologie, die ja im Kemalismus eingelagert ist, aufgebrochen hat. Und
Was man jetzt nur mit Bestürzung sehen kann, ist, dass im Grunde die, also vor allem natürlich Erdogan mit seinem letztlich muss man sagen, des britischen Anwandlungen immer stärker in das Fahrwasser des kemalistischen Zentralismus und damit auch der nationalistischen Ideologie hineingerät und im Grunde das wieder zurückdreht, was er in den ersten Jahren eigentlich Positives bewirkt hat. Also auch ein konservativer Trend ist hier bemerkbar. Welche Rolle spielt jetzt eigentlich aus der völkerrechtlichen Sicht sozusagen den Kurden in die Hände oder welche Punkte spielen den Kurden in die Hände, wenn man sagt, es würde eine Staatsgründung geben und was sind Ihre Schlussfolgerungen, wie zum Beispiel, wenn es einen kurdischen Staat gibt, dass es dann nach wie vor auch Minderheiten in anderen Staaten gibt, die kurdischer Natur sind? Also ob es sobald einen kurdischen Staat geben wird, das ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Also der Teil, der wesentlich Chance dazu hat, ist die Autonomieregion im Nordirak, deren Chance, sich als unabhängiger Staat auszugründen, aber letztlich von der weiteren Entwicklung des Irak abhängig ist. Also wenn es dem Irak als Gesamtstaat gelingt, sich zu konsolidieren, dann wird es diese Chance nicht geben. Wenn der Irak aus welchen Gründen auch immer letztlich als Failed State funktionsunfähig wird, dann gehe ich davon aus, wird die Staatengemeinschaft es relativ bald akzeptieren, dass sich da ein kurdischer Staat ausgründet. Das Schicksal des faktischen Autonomiegebietes in Nordostsyrien hängt letztlich von den Entwicklungen in Syrien ab, von den weiteren Verhandlungen über das Schicksal Syriens und ich gehe davon aus, in der Türkei wird sich so schnell kein eigenständiges kurdisches politisches Gebilde etablieren können. Dazu ist der türkische Staat und die türkische Armee zu stark. Wie sehen Sie dann eigentlich die Thematik von Seiten der irakischen Regierung, Iran und Israel? Würden die einer Gründung eines türkischen Staates überhaupt zustimmen oder wäre das für die, wenn man so möchte, ein Worst-Case-Szenario? Also die irakische Regierung will es sicherlich nicht, weil erhebliche Teile ihrer, also nicht unerhebliche Teile ihrer Ölressourcen im Nordirak liegen und sie darauf Zugriff behalten möchte und generell also den Gesamtstaat zusammenhalten möchte. Aus iranischer Sicht wäre es sicherlich ein Worst-Case-Szenario, weil der Iran der Staat ist, in dem die Kurden eigentlich am radikalsten unterdrückt werden. Und der Iran ja im Grunde seit Jahrzehnten einen Guerillakrieg gegen eine kurdische Aufstandsbewegung führt, die nur relativ wenig Beachtung findet international. Aber jedenfalls die Repression der Kurden und auch die Vernachlässigung, also die ganz brutale wirtschaftliche, soziale Vernachlässigung der kurdischen Gebiete ist im Iran eigentlich am drastischsten. Dementsprechend hat der Iran natürlich Angst vor einer kurdischen Nationalbewegung. Israel hat ein relativ entspanntes Verhältnis zur Autonomieregion im Nordirak. Also man weiß letztlich indirekt aus Quellen, dass es da sogar Kooperationsbeziehungen gibt. Auch nicht ganz von der Hand zu weisen und auch klar, wenn man das israelisch-arabische Verhältnis kennt. Kommen wir nun zu einem anderen Punkt, nämlich dem Thema Sezessionsbewegungen allgemein, insbesondere Europa. Da gibt es ja viele, es gibt diese Entwicklung Europa der Regionen. Wie kann man das vom völkerrechtlichen Standpunkt her sehen, wenn ich jetzt sage, Südtirol, Baskenland, Katalonien, Britannien und so weiter, also auch Schottland ist da ein sehr bekanntes Beispiel durch die Volksabstimmung. Gibt es da ein Europa der unterschiedlichen Tempi in der Frage oder gibt es von Seiten der Europäischen Union auch gewisse Vorgaben, an die sich die Nationalstaaten halten oder halten sollten? Also man muss aus der Sicht des Völkerrechts zunächst einmal sagen, es gibt grundsätzlich kein Sezessionsrecht einer Volksgruppe, die durch welche historische Umstände auch immer in einem anderen Staat gelandet ist. Was in der Völkerrechtslehre diskutiert wird, ist allenfalls so etwas wie ein Notrecht in extremen Bedrohungslagen. Also das könnte man vielleicht für die Situation der Kosovaren im Jahr 1999 illustrieren. Also wenn ein Volk dabei ist, durch Massaker gesamthaft vertrieben oder ausgelöscht zu werden.
da gibt es eine Strömung in der Völkerrechtslehre, die sagt, da gibt es eine Art Notwehrrecht einer Rettungssezession. Aber im Normalfall, wenn Sie sich die europäischen Szenarien ansehen, ist ganz klar, völkerrechtlich gibt es keinen Anspruch auf Sezession. Allenfalls, das kann man aus dem Recht der internen Selbstbestimmung ableiten, ein Recht darauf, in entsprechenden Strukturen und vielleicht auch der Autonomie an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Insofern sind eigentlich Fälle wie Südtirol oder der spanische Staat der Autonomien eigentlich aus der völkerrechtlichen Sicht eher optimale Verwirklichungen von Selbstbestimmung. Und die Völkerrechtslehre beobachtet die Sezessionsbestrebung eher mit einer gewissen Skepsis. Gibt es aber umgekehrt dann eben, es gibt ja diesen Satz von Wilson, eben das Recht der Völker auf einen Staat. Gibt es das im Völkerrecht an sich auch oder ist das sozusagen nur eine politische Vorgabe? Das ist in dieser Formulierung sicherlich nur eine politische Formulierung, weil Sie im Völkerrecht letztlich immer einen Ausgleich finden müssen zwischen der Friedensfunktion des Völkerrechts und damit auch der territorialen Integrität der bestehenden Staaten auf der einen Seite und Selbstbestimmung von Kollektiven, wie auch immer sie sich selbst definieren. Und dieser Ausgleich wird sicherlich nicht durch permanente Zellteilung, also Ausgründung immer neuer Staaten geschehen können, die auch mit vielfachen praktischen Problemen verbunden ist, weil sie ja selten, man kann sagen, reine Siedlungsgebiete haben, wo sie ein Volk, das sich völlig einig darüber wäre, einen Staat zu bilden, auf einem abgetrennten Gebiet leben würde, sondern Europa ist ja durch seine Geschichte eher durch sehr gemischte Besiedlungsverhältnisse geprägt. Mit dem Ergebnis, dass auch ein Teil des Problems der Kurdenfrage, dass ja auch die Kurden die haben zwar ein Kernsiedlungsgebiet, in dem sie die überwältigende Mehrheit stellen, aber das kurdische Siedlungsgebiet franzt nach allen Richtungen aus und mit der Folgefrage, was ist eigentlich das Gebiet, das ein solcher Staat in Anspruch nehmen könnte. Und sie haben dementsprechend immer ein Problem konkurrierender territorialer Claims, die enorme Eskalationsgefahren enthalten. Und das ist eigentlich der zentrale Grund, warum die Völkerrechtslehre so skeptisch ist gegenüber Separations- und Sezessionsbewegungen. Und wo sehen Sie derzeit sozusagen Ihr Hauptaufgabengebiet oder wo ist Ihr Fokus in Ihren Forschungen und auch in Ihrer Lehre? Und wie hat sich sozusagen das Völkerrecht in den letzten 20, sagen wir 30 Jahren entwickelt? Also im Bereich der ganzen Diskussion zu Selbstbestimmung hat es sich sicherlich sehr stark entwickelt in Richtung der Diskussion auf interne Selbstbestimmung, dass man angefangen hat und das in den ersten Hälfte der 90er Jahre angefangen, dass man begonnen hat, sehr viel deutlicher darüber nachzudenken, wie kann man Selbstbestimmung verwirklichen jenseits der Gründung immer neuer, gedacht, einheitlich identitärer Staaten, sondern eher in Richtung Autonomie, föderale Strukturen. Also wie kann man Einheit in der Vielfalt staatlich organisieren? Das ist eigentlich auch die Hauptrichtung meiner eigenen Forschung, weil ich sehr stark über vergleichenden Föderalismus und den großen Fundus an unterschiedlichen föderalen Lösungen forsche. Und ich muss selbst sagen, also ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber der Sezession als Lösung von Nationalitätenproblemen. Dazu im Anschluss die Frage, um das zu verdeutlichen für den Zuschauer, da geht es ja auch vor allem um Themen wie zum Beispiel ein regionales Parlament, um die Finanzhoheit zum Beispiel oder Landespolizei oder die Möglichkeit, eigenen Einfluss auf Bildung und auf Ausbildung von Leuten zu nehmen. Oder gibt es da noch weitere Punkte? Kernfragen sind natürlich immer der ganze Bereich der Kulturverfassung, also das Bildungswesen, die kulturellen Institutionen, das ist aber auch so etwas, was ja in Südtirol von enormer Wichtigkeit war, also Regionalpolitik, regionale Strukturförderung, dass man die Möglichkeit hat, als Gemeinschaft auf die soziale und ökonomische Entwicklung des eigenen Gebiets zu nehmen. Das sind aus meiner Sicht die Kernpunkte, die hinter solchen Autonomie- oder föderalen Konstruktionen stecken. Gerade das spanische Beispiel zeigt ja auch, dass das durchaus ineinander übergehen kann. Also Spanien ist heute an einem Punkt, an dem gar nicht mehr so eindeutig ist. Ist es noch
ein System von unterschiedlichen Autonomien oder ist es ein föderaler Staat in einer etwas eigenwilligen Konstruktion? Das kann man durchaus sagen. Dasselbe gilt ja auch für Italien. Abschließend, wir stehen jetzt, wir haben darüber im Vorfeld schon gesprochen, vor sehr spannenden Zeiten. Wo setzen Sie derzeit Ihren Hauptfokus? Abgesehen mal von der Kurdenfrage. Und erwarten Sie sich eine große Veränderung innerhalb der nächsten 10 Jahre, also sagen, oder 15 Jahre bis 2030? Was natürlich schwierig abzuschätzen ist. Zur Kurdenfrage nur, ich bin ja kein Regionalspezialist des Nahen Ostens. Also mein Blick auf die Kurdenfrage war sehr stark aus der allgemeinen Optik des Selbstbestimmungsrechts geprägt und des Minderheitenschutzes. Und ich habe mich da nur sehr stark angelesen in die Probleme der kurdischen quasi Regionen und Minderheiten. Generell ist das, was Sie jetzt von mir verlangen, läuft etwas auf Kaffeesatzlesen hinaus, weil wir glaube ich, das ist jedenfalls mein Eindruck, in einer sehr tiefgreifenden Transformationsphase sowohl Europas als auch der weiteren Region stehen, also im Nahen Osten kann man das allemal sagen, dass ein tiefgreifender struktureller Wandel stattfindet und wir wissen nicht, was in 10, 15 Jahren, man kann sagen, das Ergebnis dieser Prozesse sein wird. Insofern, das Einzige, was ich mir zutraue zu sagen, ist, dass wir jedenfalls, wenn wir aus dem Blick von 15, 20 Jahren auf heute zurückschauen, wir sagen werden, es ist ganz anders geworden, als es damals war und wahrscheinlich auch anders, als wir uns das damals vorgestellt haben. Womit wieder mal der Satz geprägt wird, es bleibt alles anders, wie es eigentlich ist. Ja. Gut, Herr Professor, ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich mache jetzt nur noch einen kurzen Wechsel. Wünsche Ihnen alles Gute fürs nächste Jahr und in diesem Sinne einen guten Rutsch. Danke. Ja, vielen Dank.